In der heutigen Einheit geht es um die Frage, wie man mit Hilfe der Methode der Regression Klassifikation bewerkstelligen kann. Wir haben zuvor gesehen, wie man mit Hilfe eines anderen Lernparadigmas, dem regelbasierten Lernen, einfacher Konzepte eine Klassifikation realisieren kann. Und heute widmen wir uns im Vergleich dazu einem anderen, vielleicht auch heutzutage bedeutend weiter verbreiteten Paradigma, nämlich regressionsbasierten Lernverfahren, deren Feature-Raumstruktur der eines Inner Product Space entspricht. Sie haben schon ein Verfahren, das zu dieser Gruppe zählt, kennengelernt in der Einleitungsvorlesung. Das zeige ich Ihnen auch noch mal schnell. Gehe jetzt hier schnell zurück. Und Sie sehen, dass hier ganz am Ende der Algorithmus, den und zwar den LMS-Algorithmus, der auch auf diese Theorie, die Sie jetzt zu hören, zurückgeführt worden. Insbesondere die Art und Weise, wie in diesem Algorithmus, nachdem die Modellfunktion für ein Beispiel ausgewertet, die Abweichung von der Erwartung festgestellt wurde, dann das Update funktioniert. Warum hier der Fehler mit dem x multipliziert wird. Das steht hier, es basiert auf einer Ableitung des L2-Verlustes und die Grundlage, wie das zustande kommt, die hören Sie heute. Gehen wir zurück. Zunächst möchte ich Ihnen den Unterschied zwischen Regression und Klassifikation näher bringen. Ausgangspunkt für beide ist eine Multimenge X, die einen p-dimensionalen Feature-Raum, der ein p-dimensionaler Feature-Raum zugrunde liegt. Und in dieser Multimenge befinden sich hier in diesem Beispiel, aber es können natürlich auch andere Dinge sein, die Kundinnen einer Bank. Und über diese Kundinnen haben wir eine ganze Reihe von Informationen gesammelt in der Bank oder wo hat die Bank gesammelt, um feststellen zu können, ob ein Kredit gewährt werden kann oder nicht. In der Regression hat die Regressionsfunktion, die es zu erlernen gilt, nun, sie hat die Range, den Jubelbereich von R. Das heißt, wir starten mit numerischen Features. Und das Ziel ist es, im Bildbereich einen Zielwert Y vorherzusagen, die Ground Truth. In der Semantik des Beispiels würde es hier zum Beispiel die Kreditlinie sein. Das heißt, die Kreditlinie gibt an, wie hoch ein Kredit sein darf, der angefragt wird, um noch akzeptabel zu sein für einen Kunden. Nicht jeder kann die gleiche Menge an Geld erfragen, abhängig davon, wie die eigenen Vermögenswerte sind, die man als Sicherheit aufbieten kann. Als Beispiele, um diese Regression durchzuführen, haben wir N Beispiele in unserer Beispielmenge D gegeben, wie wir es auch schon früher gesehen haben. Das ist im Prinzip ein Ausschnitt aus der Multimenge aller möglichen Kunden geschnitten R. Ja, nicht geschnitten, sondern aus dem kartesischen Produkt und der Multimenge. Auch das kann eine Multimenge sein. Im Vergleich dazu bei der Klassifikation wollen wir eine Ja-Nein-Entscheidung treffen.
Klasse C minus 1 mit 1 oder ja, nein. Kredit kann gewährt werden, Kredit kann nicht gewährt werden. Wir sehen den Unterschied zum Ziel, einfach nur festzustellen, mithilfe einer Regressionsfunktion, wie hoch darf ein Kredit maximal sein, versus soll ein angefragter Kredit gewährt werden oder nicht. Die Regression liefert uns nur die Höhe des maximalen Kredits, sie liefert uns keine Antwort auf die Frage, ob ein Kredit gewährt werden kann oder nicht. Ich komme gleich zu Ihnen. Sondern wir müssen noch eine Entscheidungsregel obendrauf packen. Und das ist dann letztendlich eine Klassifikation. Wir müssen entscheiden, ja, der Kredit kann gewährt werden, nein, er kann nicht gewährt werden. Ja, der angefragte Kredit ist bei den gegebenen Sicherheiten kleiner als die maximale, als der maximale Kredit, als die Kreditlinie maximal zulässt. Deshalb kann der Kredit gewährt werden. Nein, er ist höher, deshalb kann er nicht gewährt werden. Hier ist die Klasse minus 1 und 1, die Grand Tour. Solche Entscheidungen wurden in der Vergangenheit für Kundinnen getroffen. Und wir können auch versuchen, das direkt zu erlernen, solche Entscheidungen zu treffen. Auf Basis, und das will ich Ihnen genau zeigen, eines Regressionsverfahrens. Auch hier haben wir dann zu jedem Beispiel in einer Beispielmenge die Klasse zugeordnet. Eine Frage. Könnte man so sehen, ja, genau. Das ist das Beispiel, kann ein bisschen als laufendes Beispiel sehen, aber es soll natürlich auch die Allgemeinheit darstellen. Also das heißt, es kann auch sein, dass hier ein ganz anderes Beispiel vorliegt, aber wir betrachten mal die Kreditvergabe einer Bank. Wir haben das ist im Prinzip das die Daten, die wir zur Verfügung haben, und bei der Regression versuchen wir festzustellen, wie hoch ist die Kreditlinie? Das heißt, wie hoch darf ein Kredit maximal werden? Wenn jemand weniger anfragt, alles gut. Warum nicht? Bei der Kreditworthiness wäre es die Frage, soll ein angefragter Kredit gewährt werden oder nicht? Der Betrag steht fest. Soll er gewährt werden oder nicht? Die Regression gibt darüber keinen Aufschluss. Sie entscheidet nichts. Die Klassifikation entscheidet. Und am Ende muss irgendjemand die Entscheidung treffen. Nochmal, ja? Ja, genau wie es hier zu sehen ist. Wir kodieren das oft einfach als minus 1, 1, aber wie Sie in dem grauen Bereich, den Sie hoffentlich ganz gut lesen können, oh, ich mache mal auch die Tafel ein bisschen runter. Wie Sie den grauen Notizen da sehen können, man könnte auch etwas anderes schreiben. Man könnte auch 0,1 wählen. Wie wir die Frage Ja oder Nein, wie es hier zu sehen ist, kodieren, ist uns überlassen. Aber es bietet sich an, eine Zahlenwert zu nehmen, weil wir sonst Schwierigkeiten haben, das Computer zu operationalisieren. Mit nominellen Werten rechnet es sich nicht so leicht im Computer. Eine weitere Frage. Regression in dem Zusammenhang dann nicht Voraussetzung für die Klassifikation? In diesem Fall, den ich Ihnen zeige, ja. Sie haben ja, wenn Sie die vorige Vorlesung besucht oder das Video dazu gesehen haben, bei der regelbasierten Klassifikation gesehen, dass das nicht unbedingt nötig ist. Es ist ein anderes Paradigma, eine andere Herangehensweise. Im maschinellen Lernen bedienen wir uns der Methoden, die uns dabei helfen könnten, zum Beispiel Klassifikationsentscheidungen zu treffen und zu erlernen, sie zu treffen. Welche Methode das ist, ist völlig unerheblich. Wir können uns aus dem ganzen Spektrum aller Theorien, die jemals aufgestellt wurden, in meist empirischen Wissenschaften, aber auch anderswo, bedienen und versuchen, das zu operationalisieren für das maschinelle Lernen. Ja? Geht es immer darum, zu lernen, Entscheidungen zu treffen? Klassifikation ist jetzt es geht nicht immer darum, zu lernen, Entscheidungen zu treffen. Es geht auch mal darum,
einen Text zu generieren, etwas Neues zu erzeugen, was vorher noch nicht da war oder ähnliches, also Syntheseaufgaben. Das hier ist eine Analyseaufgabe, Klassifikation ist eine Analyseaufgabe, aber man kann sich auch Syntheseaufgaben vorstellen, in denen bestimmte Dinge erzeugt werden sollen. Es sollen Probleme gelöst werden, es sollen Lösungen konstruiert werden. Die Klassifikation ist eine der häufigsten Anwendungen. Die Menschen, das kann man vielleicht so sagen, suchen die Welt um sich herum zu sortieren und den Dingen Namen zu geben und demzufolge, das ist eine Klassifikation, die wir da vornehmen. Alles, was wir grundlegend tun, ist, um die Welt zu verstehen, wir geben den Dingen Namen und versuchen daraufhin darüber zu kommunizieren. Deswegen ist das hier und auch eines der häufigsten Beispiele im Machine Learning, aber es gibt andere Möglichkeiten und die Formalisierung mag sich je nach Problemstellung dann auch schon leicht ändern. Grundlegend von den Konzepten her, die wir hier in der Vorlesung vorstellen, ändert sich aber nicht viel. Also es bleibt alles erstmal konzeptuell auf derselben Ebene. Die Codierung mag ein bisschen anders sein. Wir können auch mehrere Klassen haben oder. Also man kann es leicht komplizierter machen, das ist nicht das Problem. Aber ich denke, es ist zielführend, wenn Sie sich an bestimmten Dingen im Laufe der Vorlesung festhalten können, die sich erstmal nicht ändern, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu sehen. Weitere Fragen, wenn wir schon dabei sind? Kamera, da. Dass man alle Methoden und Algorithmen, die man bei Reflexionsproblemen verwendet, auch bei Klassifikationsproblemen verwenden kann? Naja, wenn man es etwas salopp formulieren möchte, ist das meiste, was heute mit neuronalen Netzen basiert, im Kern Regression, hochskaliert. Naja, im Endeffekt ja, natürlich. Aber, und das werden Sie dann gleich im Verlauf der Vorlesung feststellen, es bleibt eine Regression, die da stattfindet. Es muss am Ende irgendjemand oder irgendetwas eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung zu treffen, das ist genau die Frage, wie man das mit Regression herstellen kann. Die Regression sagt, irgendein Wert erzeugt eine Funktion, die irgendeinen Wert für irgendeinen Eingabewert ausspuckt. Ab wann ich mich dann jetzt von Nein zu Ja oder von Ja zu Nein meine Entscheidung ändere, das ist mir überlassen. Und das, beziehungsweise auch das soll eigentlich das Verfahren für mich lernen, damit ich das eben nicht immer einem Menschen zuführen muss. Deswegen sieht man jetzt schon an dieser Stelle, dass die Regression nicht intrinsisch klassifiziert. Wir müssen sie modifizieren oder etwas darauf aufbauen, um eine Entscheidung treffen zu können. Okay, gut. Jetzt haben wir also die beiden Settings mal gegenübergestellt. Sie sehen die Gemeinsamkeiten, Sie sehen den Unterschied. Und was wir jetzt als erstes machen, ist einmal die Regression grob zu wiederholen, damit wir alle auf demselben Stand sind. Nicht jeder von Ihnen wird das noch alles perfekt parat haben, aus den Statistikvorlesungen oder gegebenenfalls sogar aus der Schule, je nachdem. Im Großen und Ganzen ist es aber auch jetzt nicht besonders schwer. Das meiste hiervon, fast alles im niedrigdimensionalen Raum, ist Schulmathematik. Angefangen ist, dass wir fangen damit an, dass wir eine Objektrepräsentation x gegeben haben und irgendein Output vorhersagen wollen. Und machen wir die Annahme, dass sich dafür eine lineare Funktion eignet. Hier die lineare Modellfunktion, die wir hier sehen, y von x gleich w0 plus die Summe von 1 bis p von wj mal xj, den einzelnen Dimensionen des Vektors mit jeweils einem Gewicht multipliziert. Eine ganz normale lineare Funktion. Das Ganze können wir auch in Vektornotation aufschreiben. Vektornotation soll einfach erstmal hier nur ein bisschen der Abkürzung dienen, der Verallgemeinerung. Aber auch da müssen wir dann schon einen kleinen Kunstgriff machen, denn dieses W0 hat keine Entsprechung in unserer Objektrepräsentation. Und um das zu reparieren, führen wir ein Feature x0 ein in unsere Repräsentation und setzen
den Wert dieses Features auf das neutrale Element der Multiplikation, die 1. Wir können alles mit 1 multiplizieren. Es bleibt derselbe Wert. Das heißt, das W0 bleibt, wie es ist. Und auf diese Weise haben wir dann den Gewichtsvektor W0 bis WP. Damit können wir die Funktion, die lineare Modellfunktion, auch in Vektornotation aufschreiben. Das Gewichtsvektors multipliziert mit dem Vektor der Objektrepräsentation x. Lassen Sie sich jetzt nicht verwirren. Hier steht die Transposition, weil wir hier die Vektornotation falsch gemacht haben, in dem Sinne, dass wir, oder weil wir hier einen Zeilenvektor angegeben haben und einen Vektor schreibt man normalerweise ja vertikal. Hier steht die Transposition, weil hier ein normaler vertikaler Vektor vorliegt, der mit dem x multipliziert werden muss. Und das geht nur, indem man den Vektor vorher zu einem Zeilenvektor ändert, zumindest je nachdem, was man möchte. Wenn wir jetzt also diese lineare Modellfunktion als möglichen Ansatz herausfinden oder einen Zusammenhang zu modellieren, zugrunde legen, die Annahme treffen, dass eine lineare Modellfunktion funktionieren wird, dann müssen wir noch feststellen, wie wir jetzt diese Parameter wählen, diese W0 bis WP. Und dafür müssen wir eine zweite Funktion definieren. Sie ist hier gegeben für eine Menge von Beispielen, die sogenannte Residual Sum of Squares, die Residuen-Quadratsumme RSS. Kommen wir gleich zu. Die RSS-Funktion berechnet, genau wie wir es beim LMS-Algorithmus dann schon exemplarisch gesehen haben, die Abweichung von unserem Zielwert, dem YI, der Kreditlinie im Beispiel. YI war die Kreditlinie, das ist der vorhergesagte Wert durch unsere Modellfunktion hier. Und die Abweichung davon wird von der RSS-Funktion berechnet, quadriert und über alle Beispiele summiert. Die RSS-Funktion hängt vom eingegebenen Gewichtsvektor ab. Der Gewichtsvektor W macht diese Funktion hier konkret. Es macht aus einer Modellfunktion eine Hypothese, einen Vorschlag, wie der Zusammenhang modelliert werden könnte in der Realität. Das Ziel ist es nun, den optimalen Gewichtsvektor zu identifizieren, der diesen Fehler hier, könnte man salopp sagen, ein Residuum ist nicht dasselbe wie ein Fehler, nennen wir gleich noch, der den Fehler hier minimiert. Wir können das ungefähr gleichsetzen. Das bezeichnen wir dann als WDA. Wir gehen sämtliche möglichen Gewichtsvektoren aus dem Raum R hoch P plus 1 durch, also das heißt dem Raum aller möglichen Hypothesen, die man für diese angenommene Funktion aufstellen kann, und suchen genau das W, das diese Funktion minimiert. Dann haben wir wahrscheinlich eine konkrete Ausprägung der Modellfunktion gefunden, eine Hypothese, die für diese Beispiele nahezu im Prinzip perfekt ist. Besser geht nicht. Gemäß der Annahme. Jetzt Ihre Frage. Genau das, was die Matrixmultiplikation zwischen Zeilen und Spaltenvektor tut, also das WPX, warum macht man dann das, die komplizierte Schreibweise mit dem P, warum schreibt man nicht einfach W mal X? Naja, wenn ich einen Spaltenvektor mit einem Spaltenvektor multipliziere, dann erhalte ich eine andere Form von Produkt. Und eigentlich geht es auch so gar nicht. Weil wenn ich das Skalarprodukt haben möchte, ist das die Formel. Also ich meine, das ist die normale Definition. Ich kenne keine andere vom Skalarprodukt, wenn ich ehrlich bin. Man kann jetzt die Summenformel hinschreiben, oder das ist ja kein Problem. Das geht. Ne? Bitte nochmal.
Ja, das ist ein Dot-Produkt, das ist was anderes. Ne? Also, beziehungsweise, ich will es jetzt auch nicht durcheinander bringen. Ich will sie jetzt auch nicht durcheinander bringen. Nein, also, das ist die Definition des Skalarprodukts. Das ist schon alles richtig. Okay, weitere Fragen? Okay. Habe ich noch was vergessen? Wir haben vorhin vom Loss gesprochen. Das sehen Sie jetzt hier nochmal ganz unten. Residuum versus Loss. Es ist nicht dasselbe. Loss heißt Verlust oder Kosten. Man spricht im maschinellen Lernen häufig von einer Loss-Funktion und einer Kostenfunktion. Das kann man hier gegebenenfalls mal gleichsetzen, aber die Residuen-Quadratsumme, die RSS-Funktion, berechnet wirklich nur die Abweichung von den Zielwerten. Es ist eine Operation, die rein auf den Daten, die wir uns gegeben sind, basiert und nur die Abweichung berechnet. Kosten sind der Semantik nach etwas anderes, denn es kann sein, dass manche Fehler zu machen mich mehr kostet, als andere Fehler zu machen. Und das heißt, wenn ich bei sehr häufig auftretenden Arten von Beispielen einen Fehler mache, habe ich wahrscheinlich höhere Kosten auf Dauer, als wenn ich nur bei weniger häufig auftretenden Arten von Beispielen Fehler mache. Das wird teilweise mit einbezogen in solche Funktionen. Deswegen wird es hier noch unterschieden. Schauen wir uns ein ganz einfaches, grundlegendes Beispiel an. Hier im eindimensionalen Fall, der Feature-Raum hat eine Dimension. Diese Dimension ist die x-Dimension, das heißt, die Objektrepräsentation x entspricht genau einem Wert. Wir haben hier oben in der Modellfunktion das W0 und, achso, das kommt auch gleich nochmal eingeblendet, das W0 und ein Wert kommt auch gleich nochmal, genau. Und wir sehen eine Reihe von Punkten hier. Diese Punkte repräsentieren die Beispiele, die wir haben, wie sie sich gemäß der eindimensionalen Repräsentation verteilen über die x-Achse, während die y-Achse unseren Zielwert, die Kreditlinie, nicht die Kreditwürdigkeit, sondern die Kreditlinie widerspiegelt, das irgendwie skaliert. Und Sie sehen hier, es gibt irgendwie Muster da drin, geht irgendwie hoch und runter, aber es im Großen und Ganzen steigt es. Wenn man es konkret machen möchte, könnte man sich nun vorstellen, dass x das Alter ist. Je älter man wird, umso höher die Kreditlinie. Könnte die Regel sein. Das ist jetzt natürlich nicht realistisch, aber wer weiß. Einfach nur als illustratives Beispiel. So. Und die Regression soll jetzt nichts anderes machen, als eine Funktion zu erlernen, die diese Werte vorhersagt. Ich gebe irgendeinen x-Wert und es soll dieser Punkt hier vorhergesagt werden. Also dieser y-Wert hier für den Punkt. Und diese Modellfunktion in diesem Fall ist eine Gerade. Diese Gerade kann ich auf verschiedene Weisen in diesen Raum platzieren. Hier ist die nahezu optimale Weise, aber man könnte sie auch ganz anders dahin malen, abhängig davon, welche Parameter man hat. Die RSS-Funktion schaut sich nun an, von den Beispielen, die wir kennen und wo wir die Antwort kennen, wie stark ist nun die Abweichung zur Vorhersage, die die Funktion macht? Das sind jetzt genau diese vertikalen Abstände. Diese Abstände werden quadriert, summiert und das ist dann der Wert. Wenn ich eine Gerade hier durchlege, dann sehen Sie eine andere Verteilung vertikaler Abstände und Sie können sich vielleicht dann schon auch visuell vorstellen, dass eine Gerade dadurch und die ganzen vertikalen Abstände dafür gegebenenfalls eine höhere Residuum-Quadratsumme aufweisen würden. Deshalb wäre die Kurve schlechter geeignet. Ziel ist, weiterhin diesen Wert zu minimieren. Das heißt, irgendwelche Parameter zu finden, die diesen Wert minimieren. Und diese Kurve unterliegt ja Parametern. Sie ist definiert durch zwei Parameter im eindimensionalen Fall, im eindimensionalen Feature-Space-Fall. Die beiden Parameter W0 und W1, das kennen Sie ja auch aus der Schule. W0 ist der Y-Achsenabschnitt,
Und B1 ist die Steigung, also ein Maß für die Steilheit der Kurve. Mit dieser Modellfunktion, die kann man dann auch direkt einsetzen in die RSS-Funktion, dann sieht die so aus hier. Und ja, das wollen wir jetzt minimieren bezüglich dieser beiden Parameter. Um das zu tun, können wir die Schulmathematik anwenden und eine direkte Methode hierfür einsetzen. Wir müssen, da wir jetzt eine Funktion mit zwei Parametern haben, erstmal müssen wir von dieser Funktion die Ableitung bezüglich der Parameter bilden, und da wir zwei Parameter haben, bilden wir die Ableitung bezüglich jedes Parameters einzeln. Wir leiten zunächst nach B0 ab und dann leiten wir nach B1 ab. Die Funktion, wie sie hier ist, und die Ableitung davon, wird gleich 0 gesetzt. Wir setzen sie gleich 0, um herauszufinden, wo sind die Ableitung. Wir setzen die Ableitung gleich 0, um herauszufinden, wo sind die Extremwerte der Funktion. All das lässt sich dann mit den Ableitungsregeln leicht ausrechnen, und wir erhalten hier für B0 diese Form hier, wenn Sie nach B0 auflösen. Wir sind ja eben immer noch, wir sind an den Gewichten interessiert, deswegen nehmen wir dann die Ableitung berechnet und lösen wir die Gleichung nach B0 auf und stellen fest, dass es sich dabei im Endeffekt um den Durchschnitt von y minus b1 mal dem Durchschnitt von x handelt. Das heißt, das b0 hängt von dem anderen Gewicht b1 ab. Leitet man die Funktion dann nach b1 ab und setzt sie gleich 0 und löst dann nach b1 auf, erhält man eine leicht kompliziertere, ein leicht kompliziertes Ergebnis mit dem anderen Vorteil, dass W0 hier nicht Teil der Gleichung ist. Das heißt, W1 können wir direkt ausrechnen anhand unserer Beispiele, und gleichzeitig können wir W1, nachdem es ausgerechnet ist, auch direkt einsetzen da oben und erhalten dann unsere beiden optimalen Gewichte W1-Dach und W0-Dach direkt. Und das ist dann unser optimaler Parametervektor. Wobei, wir wissen noch nicht, ob der optimal ist. Wir haben ja bis jetzt nur einen Extremwert festgestellt der Funktion. Und wenn man es jetzt richtig machen wollte, müsste man eigentlich die zweite Ableitung der Funktion bilden und feststellen, ob es sich um ein Minimum oder ein Maximum handelt. Da wir hier aber nur zwei Parameter als Gewichte haben, können wir einen einfacheren Weg wählen. Wir können uns das einfach auch anschauen. Wir können die RSS-Funktion bezüglich dieser beiden Parameter plotten und sehen, dass es die Funktion konvex ist. Sie hat ein eindeutiges Minimum, und den Extremwert, den wir gerade bestimmt haben, ist dieses Minimum. Frage. Warum war jetzt bei B-Dach eine logische Äquivalenz? Nochmal bitte. Warum war jetzt bei B-Dach eine logische Äquivalenz? Da waren drei Striche. Hier unten? Ja. Genau, diese Formel entspricht dann schon diesem Wert. Also wir müssen nichts mehr machen. Hier müssen wir den Wert noch ausrechnen. Durch einsetzen. Keine Gleichheit, das ist eine logische. Ja, es ist äquivalent dazu, genau. Es ist äquivalent zu unserem idealen Wert. Ja, genau. Also stören Sie sich nicht dran. Das ist jetzt erstmal nur mathematischer Zucker für die, wenn die wirklich tief einsetzen wollen. Genau, wir haben jetzt hier also das Minimum, ein Minimum gefunden. Verzeihung. Wir haben jetzt ein Minimum gefunden im eindimensionalen Fall und ja, sind im Prinzip fertig. Wir haben die perfekte Funktion hier gefunden. Das ist dann genau die. So. Das Ganze können wir auch verallgemeinern auf höherdimensionale Fälle. Natürlich lohnt es sich nicht, Regression nur im eindimensionalen Fall zu machen. Wir müssen das Ganze auch im höherdimensionalen Fall hinbekommen. Und wir schauen uns dafür nochmal die Original-RSS-Funktion an, die es zu minimieren gilt bezüglich ihrer Parameters, bezüglich des Parametervektors. Und jetzt wenden wir uns, da wir den höherdimensionalen, den allgemeinen Fall von P plus 1 Dimensionen betrachten wollen, dann dem Matrixkalkül zu. Wir interpretieren diese ursprünglich als Multimenge definierte Variable x neu als Matrix von
den ganzen Beispielen, die wir kennen, oder in allen möglichen Objektrepräsentationen, die n Zeilen und p plus 1 Spalten hat. Und genau wie vorher auch, müssen wir das V0-Gewicht dabei berücksichtigen, indem wir in jeder Zeile ein Beispiel so kodieren, dass am Anfang eine 1 steht. Das heißt, wir müssen den Eingabevektor xi erweitern mit der 1, um das V0-Gewicht zu berücksichtigen. Gleichzeitig definieren wir einen weiteren Vektor y, der ist ebenfalls ein n-Vektor, das heißt n-Einträge für die n-Beispiele, wo die Zielwerte yi, die Kreditlinie zum Beispiel, drinsteht. Im Trainingsdatensatz. Damit können wir die RSS-Funktion neu schreiben in Matrixkalkül, hier als Multiplikation zweier gleicher Differenzen, nämlich den y-Vektor minus der x-Matrix mal dem Gewichtsvektor w, einmal transponiert, um das Quadrat, transponiert mit sich selbst multipliziert, um das Quadrat zu erzeugen. Diese Funktion ist eine quadratische Funktion bezüglich der Parameter, die uns interessieren. Und ja, diese Funktion, genau wie vorher, wollen wir dann wieder ableiten. Wieder eine direkte Methode. Hier, auch das machen wir komplett im Matrixkalkül. Die Ableitung, die hier rauskommt, ist hier direkt gegeben. Auch die setzen wir wieder gleich 0. Und das Ganze lösen wir dann wieder nach dem Gewichtsvektor auf. Das sehen Sie jetzt hier in diesen zwei Schritten. Zunächst wird die 2 wegmultipliziert, dann wird das Transponierte von x in die Klammer gezogen, dieser Teil hier herübergeholt, die daraus ergebende Negativität auf beiden Seiten dann wieder wegmultipliziert und wir teilen dann nachher noch durch diesen Faktor hier und erhalten dann diese Form als Ergebnis für unseren wahrscheinlich optimalen Gewichtsvektor. Es ist wieder nur der Extremwert der Funktion. Die RSS-Funktion, wir wissen jetzt erstmal nicht, ob sie konvex ist an dieser Stelle oder nicht. Ne? Wir haben das jetzt, das müsste man natürlich nochmal auf andere Weise zeigen, aber das heißt, hier müsste man tatsächlich wieder mit der zweiten Ableitung arbeiten. Das erspare ich Ihnen jetzt. Ne? Und nur, dass Sie wissen, dass man es im Prinzip auch machen möchte. Da wird es dann spätestens da, wird es höhere Mathematik. Man nennt diesen Faktor, der jetzt vor dem Vektor der Target-Value steht, das Pseudo-Inverse von X, das Moore-Penrose-Inverse. Das müssen Sie jetzt auch nicht alles im Kopf behalten, das ist nicht so wichtig. Der Punkt ist nur, dass dort ein klarer mathematischer Hintergrund besteht. Diese Vorform hier heißt normalen Gleichung. Und all das funktioniert nur dann, wenn die Matrix X, die wir dort aufgestellt haben, einen vollen Rang hat, nämlich p plus 1. Das ist auch etwas, was ich Ihnen noch sagen möchte, was der Rang einer Matrix oder nochmal wiederholen möchte. Das ist die Anzahl der Spalten, die linear unabhängig voneinander sind. Und wenn Sie in einer Matrix Spalten haben, die man durch einfache Linearkombination anderer Spalten oder durch einfache Faktormultiplikation aus den anderen Spalten erzeugen kann, dann ist diese Spalte unnütz, sie ist redundant, sie hilft nicht. Der Rang einer Matrix sind die Spalten der Matrix, die man nicht weglassen kann, ohne Informationen aus der Matrix verschwinden zu lassen. Es ist im Prinzip der Raum, die Basis, die durch die Matrix aufgespannt wird. Das nur als Hintergrund, warum das wichtig ist. Es ist eine wichtige Eigenschaft, die erfüllt werden muss, sonst können wir das nicht ausrechnen. Und das ist dann wieder äquivalent mit dem gesuchten optimalen Gewichtsvektor, den wir dann ganz normal, wie vorher auch, anwenden können in der Modellfunktion, um Vorhersagen zu machen. Beziehungsweise, wenn wir alle Vorhersagen auf einmal machen wollen, können wir das auch. Auch hier einerseits konkret für ein Beispiel, beziehungsweise hier für alle Beispiele, dann ändert sich nur hier die Reihenfolge. Und das Ganze sieht dann so aus. Die Matrix X wird ziemlich oft in verschiedenen Formen mit sich selbst multipliziert.
Genau, ja, vielleicht doch noch diese direkten Methoden, die Sie jetzt hier gesehen haben, die sind nicht so praktikabel, weil sie nicht skalieren. Sie liefern uns das optimale Ergebnis hier in diesem Fall, sind auch mathematisch alle sauber, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Sie, wenn man sie im Computer umsetzen möchte, dass sie numerische Probleme mit sich bringen, sie sind nicht stabil. Es gibt dann gerade, wenn man in höhere dimensionale Räume geht oder sehr viel rechnet, dann alle möglichen Probleme bezüglich der Zahlendarstellung, Rundungsfehler, die sich akkumulieren und so weiter und so fort. Also das heißt, das sind alles Dinge, die man hier berücksichtigen soll. Iterative Verfahren sind bedeutend effektiver. Und der LMS-Algorithmus ist so ein iteratives Verfahren. Gut. Wir haben jetzt nochmal gesehen, Regression im Eindimensionalen, Regression im Höherdimensionalen. Am Ende kommt eine Kurve oder eine Hyperkurve raus, die wir brauchen, die wir vorhersagen wollten, die uns hilft, eine Vorhersage zu machen. Und das war dann die Regression. Okay, aber wie kommen wir dann jetzt zur Klassifikation? Unser Ausgangspunkt ist wieder die Funktion, die wir gelernt haben. Und der nächste Schritt besteht dann darin, zum Beispiel zu fragen, im Klassifikationssetting habe ich ja eigentlich nicht die Situation, dass ich solche Werte hier habe wie hier, die sich über verschiedene Y-Zielwerte verteilen, sondern wir müssen uns fragen, ob das im Klassifikationssetting nicht genauso funktionieren kann, wo ich eigentlich aber nur zwei Werte habe, minus 1 und 1, die beiden Klassen, die ich als Zahlen kodiert habe. Und es gibt erstmal keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Schließlich sind das auch reelle Zahlen. Und man kann auch hier eine Regressionsfunktion ganz normal, so wie gerade gezeigt, lernen. Jetzt habe ich aber immer noch keine Entscheidung getroffen. Ich sage einfach nur, irgendein Wert, der sich irgendwie um minus 1 und um 1 bewegt, voraus, je nachdem, wo ich mich auf der X-Achse befinde. Stattdessen führen wir eine Entscheidungsregel ein. In der Regression sind wir interessiert an den tatsächlichen Werten, die herauskommen, das heißt, auf welcher Ebene, auf welcher Höhe der Y-Achse sich eine Zahl ansiedelt, während wir bei der Klassifikation nur an der Entscheidung interessiert sind, nicht aber an dem Wert, den die Modellfunktion ausrechnet. Und da wir hier nicht unabsichtlich die Kodierung minus 1 und 1 für die Klassen gewählt haben, könnte man als Entscheidungsregel doch einfach den Nullpunkt dieser Funktion hier wählen. Das heißt, das Vorzeichen des berechneten Werts. Der Einfachheit halber schauen wir uns jetzt hier nochmal die Punkte, die Beispiele sein sollen, gemäß ihrer Klasse an, damit man sieht, zu welcher Klasse sie gehören. Minus für die Klasse Nein, minus 1, plus für die Klasse 1, Ja, oder auch positive Klasse und negative Klasse, wie man auch im Normalfall sagt, oder im allgemeinen Fall. Und die Entscheidungsregel, die wir hier gesetzt haben, ergibt irgendwo, wenn wir den Nullpunkt der Funktion betrachten, einen Wert x' auf der x-Achse, ab dem, wenn in den Repräsentationsfunktionen die Objektrepräsentationen den Wert übersteigen, die Klasse positiv wird. Also die Entscheidung wird positiv. Bei allen Werten, die größer als x' sind, sagen wir positiv, bei allen Werten, die kleiner als x' sind, sagen wir negativ. Oder Nein, beziehungsweise Ja. Das ist die Entscheidungsregel. Auf diese Weise kann man Regression und Klassifikation zusammenbringen. Wir können eine Klassifikationsentscheidung treffen auf Basis eines Regressionsverfahrens. Hier im eindimensionalen Fall heißt dieser Punkt hier Diskriminationspunkt. Und das definiert genau durch diese beiden Parameter multipliziert mit dem Punkt, an dem wir festgestellt haben, gemäß unserer Beispiele. Zweidimensionalen Fall, das heißt, wenn wir ein
Objekt in zwei Dimensionen repräsentieren, handelt es sich um eine Diskriminationslinie. Das sehen Sie jetzt nochmal. Hier der zweidimensionale Fall. Wir haben hier das Feature x1 und das Feature x2. Hier, dann sparen wir uns den unteren Teil, den negativen Teil bis unter minus 1 und gehen von minus 1 bis 1. Und dazu kommen dann eine Reihe von Beispielen wieder. Haufenweise negative Beispiele, haufenweise positive Beispiele, die sich in diesem Raum, diesem dreidimensionalen Raum jetzt verteilen. Und auch da können wir die Regression, wie gezeigt, anwenden und erhalten. Augenblick, ja, genau, da können wir erstmal eine Modellfunktion aufstellen und die Regression, wie gezeigt, dann anwenden und erhalten am Ende eine Ebene. Abhängig von irgendeinem Pärchen von Feature-Werten x1 und x2 wird irgendein Punkt auf dieser Ebene vorhergesagt durch diese Funktion, durch diese Modellfunktion. Die Entscheidungsregel für die Klassifikation bleibt dieselbe. Wir wählen das Vorzeichen. Das heißt, wir schauen uns an, wo ist die 0? Und egal wo wir hier auf der Ebene landen, bei der 0, das ist dann der Punkt, ab dem sich die Entscheidung ändert. Von negativ zu positiv. Genau. Sie sehen jetzt hier nur, da ist W0 nicht genannt. Offensichtlich, denn W0 ist 0, kein Y-Achsenabschnitt. Vielleicht noch als Kleinigkeit nebenbei, wir haben eben hier bei der Entscheidungsregel gesagt, obwohl das kommt jetzt gleich vielleicht auch nochmal, ja, das können wir hier auch sagen. Hier sagen wir bei der Entscheidungsregel negativ, wenn es kleiner ist und positiv, wenn es größer ist. Was passiert denn, wenn es gleich ist? Hat jemand eine Idee? Na klar, das ist eine kontinuierliche Funktion. Warum soll es nicht, der Feature-Raum x1 und x2 ist in R, warum sollte es nicht ein Beispiel geben, das genau den Nullpunkt trifft in unserer Regression? Genau, wir müssen eine Vereinbarung treffen. Die Konvention heißt, wenn es gleich ist, positiv. Sie können eine andere Konvention wählen, Sie müssen sie nur kommunizieren. Es muss nur klar sein, was passiert. Im dreidimensionalen Raum haben wir dann anstatt dieser Diskriminationslinie eine Diskriminationshyperebene. Erstmal eine Ebene und dann Hyperebene, wenn wir mehr als drei Dimensionen haben. Sie sehen vielleicht auch hier schon vielleicht etwas, was Sie schon häufig gesehen haben, auch in Papers oder in anderen Webquellen oder ähnlichem, nochmal etwas pointiert, nur auf den Feature-Raum projiziert, diese Darstellung von diskriminativem Lernen oder von maschinellem Lernen. Irgendwie eine Objektmenge hier, eine Objektmenge da und eine Linie dazwischen. Diese Linie soll sie trennen. Das ist dann unsere Entscheidung. Wenn Sie sich bis jetzt nicht das hier vorgestellt haben, was dann eigentlich passiert, das meint diese Linie. Das ist nicht irgendwie nur eine nette Grafik, die in die Bücher und die Webseiten ähnliches reingebaut wurde, wo jemand eine Linie gezeichnet hat und gedacht hat, ja, das soll die Trennung symbolisieren. Nein, das hat einen klaren mathematischen Hintergrund, wo diese Linie herkommt. Zumindest kann man die Linie so herleiten. Und so wird es letztendlich in der Praxis auch. Die höherdimensionalen Fälle können wir jetzt nicht mehr darstellen, weil uns dafür dann die visuellen Paradigmen auf diesem einfachen Medium hier ausgehen. Und ich glaube, es gibt auch keins, was einem dabei wirklich helfen wird. Das heißt, das müssen Sie sich jetzt vorstellen. Aber im Endeffekt können Sie auf Basis der Vorstellung des eindimensionalen, des zweidimensionalen Falls hier eigentlich sehr gut nachvollziehen, was im höherdimensionalen Fall auch passieren müsste. Letztendlich ziehen wir einfach nur Linien durch den oder Hyperplanes durch den hochdimensionalen Raum, die trennen sollen. Die Entscheidungsregel bleibt immer dieselbe. Kleiner 0 oder größer 0 ist unsere Entscheidung.
Genau, vielleicht noch als weiteren kleinen Hintergrund, die lineare Regression ist im Allgemeinen ja nicht geeignet in der Realität des heutigen maschinellen Lernens und der Probleme, mit denen man begegnet, eingesetzt zu werden. Ein viel besser funktionierendes Verfahren ist die logistische Regression, die Sie aber später erst noch kennenlernen. Nur als Hinweis. Gut. Wir haben eine Art von linearer Modellfunktion für die Regression gesehen. Die haben wir jetzt auch schon öfter wiederholt. Aber es gibt keine Vorschrift, die uns sagt, dass wir nicht auch leicht andere Modellfunktionen konstruieren dürfen. Insbesondere dürfen wir Wissen in diese Modellfunktion hineinstecken. Die einfachste Variante ist einfach irgendwelche, wie wir es gesehen haben, irgendwelche Objekteigenschaften zu quantifizieren und das dann zu unseren Feature-Werten hier zu machen, x1 bis xp. Aber wir können auch ein paar Schritte weitergehen und sagen, ja, aber ich schaue mir mal die Verteilung eines bestimmten Feature-Werts an und stelle fest, dass da eine Logarithmisierung vernünftig wäre oder das Wurzelziehen. Ich kann auch einen anderen Feature-Wert nehmen, ein neues Feature einführen, eine neue Dimension einführen und das Feature quadrieren, wenn ich glaube, dass mir was nützt. Wir haben beim Konzeptlernen nominelle Variablen gesehen, die erstmal sich nicht quantifizieren lassen. Warm, kalt, heiß, weiß man nicht, was das bedeuten soll in Zahlen. Man kann natürlich 1, 2, 3 dran schreiben, aber im Endeffekt bedeutet der Unterschied oder die Differenz zwischen 1 und 2 oder 1 und 5 bedeutet nichts. Deswegen ist das eigentlich keine gute Idee. Was man stattdessen mit solchen nominellen Variablen macht, wenn man sie in dieses Setting hineinbringen möchte, ist, man stellt für jeden Wert eines Features eine eigene Dimension auf und macht dort dann setzt diesen Wert auf 1, genau dann, wenn für ein Objekt das Literal diesem Wert entspricht und alle anderen Dimensionen alle anderen Dimensionen, die für denselben Feature-Wert, nominellen Feature-Wert stehen, bleiben 0. Also das heißt, Sie haben dann quasi in dem X hier eine Teilmenge von Xen, die nur für Temperatur stehen und die drei Werte oder die zwei Werte, die wir beim Konzeptlernen hatten. Und es ist nur genau derjenige von denen 1 und alle anderen 0, der gerade zutrifft für ein Beispiel. Genauso ähnlich wie bei der Potenzierung kann ich auch hier Multiplikationen von verschiedenen Variablen oder andere Linearkombinationen vornehmen, um zum Beispiel die Interaktion zwischen den Variablen besser zu erfassen. All das ist möglich, um lineare Modellfunktionen zu erweitern. Es ändert sich nichts an der Regression dadurch. Die Funktion bleibt, das ist das Wichtige, linear in ihren Parametern. Das heißt, selbst wenn ich hier Quadrate, Polynome höherer Ordnung stehen habe bezüglich der Features, die Parameter bleiben linear. Sehen wir hier nochmal lineare Parameter, genau. Und aus den Eingabevariablen, das heißt normalerweise fange ich mit so etwas an hier, wird dann in irgendeiner Weise die Feature-Variable konstruiert, beziehungsweise aus dem Raum der Menge der Variablen, die ich aufstelle, der Input-Variablen, werden die Feature-Variablen. Der Input-Raum, Input Space und der Feature-Raum können zwei verschiedene Dinge sein. Wenn Sie sich schon mal mit Deep Learning auseinandergesetzt haben, dort haben Sie auch einen Input Space und das neuronale Netz könnte dann, wenn es um das Repräsentationslernen geht, dann das Ganze in einen anderen Feature-Raum übersetzen. Das übernimmt dann ein wenig oder ganz exakt die Rolle der Modellbildungsfunktion. Dadurch, dass wir letztendlich die Features beliebig manipulieren dürfen in der Modellfunktion, können wir auch komplexere Situationen abbilden. Wir sehen hier einen etwas pathologischen Fall von eingeschlossenen negativen, umringt von positiven Fällen. Und bezüglich der beiden Feature-Dimensionen x1 und x2, und hier sehen Sie dann eine vorgeschlagene Modellfunktion,
Wir führen ganz normal hier die Regression durch bezüglich der Parameter, finden die besten Parameter, die diese Entscheidung für uns treffen und finden eventuell auch einen Parametervektor wie diesen hier, der alle Dimensionen ausschaltet, außer die beiden quadratischen, so wie die erste hier. Und dann müssen wir weiterhin wieder eine Entscheidung treffen. Und hier sieht die Entscheidungsregel nur leicht komplizierter aus. Hier wird x1 zum Quadrat plus x2 zum Quadrat größer gleich 1 getestet, beziehungsweise kleiner 1, um die Klasse auszuwählen. Kommt dem im Prinzip gleich. Dadurch können wir auch, dadurch, dass wir Polynome höherer Ordnung verwenden können, komplexere Modellfunktionen, also komplexer im Sinne von ihrem Aussehen im Raum und der Art der Problemstellung, die wir haben, konstruieren. In Summe steht dann nur noch die Frage im Raum, was sind denn jetzt mögliche Optimierungsverfahren, die wir einsetzen können, um die RSS-Funktion zu minimieren? Grundlegend, wie schon mal angemerkt, unterteilen die sich in iterative und direkte Verfahren. Und jedes dieser Verfahren hat diverse Vor-, aber die iterativen Verfahren auch eher nur eher Vorteile und die direkten Verfahren eher nur Nachteile im Vergleich zu den Anwendungen, die wir im maschinellen Lernen im Kopf haben. Der LMS-Algorithmus ist ein iteratives Verfahren, wie Sie schon gesehen haben. Wir können ihn sozusagen online anwenden. Das ist ein Online-Algorithmus. Das bedeutet, er kann Datenströme verarbeiten. Es müssen nicht alle Daten sofort da sein. Wir können ein Datum nach dem anderen laden. Es müssen nicht alle sofort in den Hauptspeicher. Bei den normalen Gleichungen als direktes Verfahren sieht das anders aus. Wir brauchen alles gleichzeitig. Die Struktur des Algorithmus ist etwas robuster, das bedeutet insbesondere im Vergleich hier die numerische Stabilität. Das heißt, es kommt hier bei der Anwendung der Verfahren, gerade auch in höherdimensionalen Räumen, nicht so häufig dazu, dass man Probleme rennt oder beim LMS-Algorithmus im Prinzip gar nicht. Man muss trotzdem ein bisschen auf die Zahlendarstellung achten und welche Datentypen man hat. Das einzige Problem ist, dass die Konvergenz des LMS-Algorithmus noch nicht so angenehm ist. Sie haben gesehen, wir ziehen einfach zufällig irgendwelche Beispiele aus der Beispielmenge. Die Frage ist, ob man da ein bisschen systematischer vorgehen kann. Nichtsdestotrotz implementiert der Algorithmus ein Standardverfahren mit dem stochastischen Gradientenabstieg, den wir hier sehen. Das heißt, der hier auch das Optimum zusteuert. Skalierbarkeit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, gerade heutzutage, wenn wir an das viel beschworene Wort, das Big Data denken, das klappt nur mit iterativen Verfahren. Die Dimensionen wurden vorher genannt auf einer der Bemerkungsfolien. Ich glaube, bei den normalen Gleichungen kommt man noch so bis 10 hoch 4 Dimensionen klar. Wenn Sie Dekompositionsverfahren einsetzen, können Sie vielleicht noch 1, 2 Dimensionen in der Feature-Repräsentation oben drauflegen, bis 10 hoch 5 oder 10 hoch 6, aber dann danach sind nur noch die iterativen Verfahren geeignet, beziehungsweise wenn es sehr, sehr groß wird, dann funktionieren am Ende nur noch die tiefen neuronalen Verfahren. Nicht, dass Sie sich wundern, dieses Diagramm hier, das müssen Sie jetzt nicht durchdrungen haben, das kommt aus der Signalverarbeitung, dort gibt es einen den LMS-Filter auch und das ist die visuelle Darstellung des LMS-Filters im Blockdiagramm-Notation. Genau, gut. Bleibt zuletzt noch ein bisschen Theorie, die ich aber hier nur dem Theorem nach anreiße. Warum nehmen wir jetzt RSS, also die Residual Sum of Squares, die Residuen-Quadratsumme? Auch hier stehen uns verschiedene zur Auswahl. Wir sind nicht auf diese Funktion festgenagelt als Optimierungskriterium. Es hat sich nur herausgestellt, das haben Daus und Markov nacheinander herausgefunden, beziehungsweise Markov hat Gauss' Ergebnis erweitert, dass
Die Quadrierung dieser Abweichung unter der Voraussetzung, dass wir einen unbiased Schätzer haben, das bedeutet einen Schätzer, der nicht irgendwie systematisch von der Erwartung abweicht, die minimale, dass der geschätzte Wert, den wir dann herausbekommen, also das der Gewichtsvektor wie Dach, die minimale Varianz hat. Diese Schätzung, die wir durchführen, auch wenn wir jetzt im Beispiel, die wir jetzt gesehen haben, sehr eindeutig ist, muss nicht eindeutig sein. Das heißt, wir führen tatsächlich eine Schätzung durch. Und diese Schätzung kann man auch öfter wiederholen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir kriegen eventuell verschiedene Empfehlungen, was denn WDAC sein könnte, Kandidaten für WDAC. Die Varianz, die ist hier gemeint, die ist mit der auf Basis der RSS-Funktion am geringsten. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Dinge, die Follow-up geklärt werden müssen. Warum das jetzt gelb markiert ist, kann ich nicht sagen. Was sind denn nun die Varianz und der Durchschnitt von WDAC? Wie kann man das Theorem beweisen? Oder auch, was ist denn jetzt die Effizienz und die Konsistenz solcher Schätze? Mal ganz unabhängig davon, ob wir die RSS-Funktion oder eine andere anwenden. Ein Problem, das noch auftreten könnte, ist, dass die bedeutend mehr Features haben für ihre Modell, für ihre Objektrepräsentation, als sie Beispiele haben. Das ist genau das Problem mit dem Rang der Matrix, die dann entsteht, wenn wir ganz oben, ganz zuvor in der Vorlesung schauen. Was passiert dann mit dieser Matrix? Dann kann ich sie nicht mehr invertieren, zumindest nicht, kann ich das Pseudo-Inverse so nicht mehr ausrechnen. Der Rang ist nicht vollständig. Und das bedeutet, da muss man anders herangehen. Sage ich jetzt hier nicht, aber ich sage es nur, das ganze Konstrukt hier basiert auf einer ganzen Reihe von Annahmen über die vorliegende Situation. Und es gibt natürlich noch andere Schätzer, das sind die Maximum Likelihood Schätzer, die lernen Sie später noch kennen und wieder, was der Unterschied dazu ist. Damit sind wir am Ende dieses Teils.